Und ja, wir haben eine neue Predigtreihe. Ich weiß nicht, wenn ihr die Predigt verpasst habt von unserer Kinderpastorin Yasu. Wer ist dankbar für unsere Kinderpastorin Yasu? Also, ich bin der glücklichste Pastor in ganz Deutschland. Ich habe die allerbeste Kinderpastorin. Das ist so toll. Also, weißt du, Yasu, die legt immer so den Finger in deine Wunde, die spricht deine Sünde an, die ist nicht so deutsch, weißt du, wir Deutschen, wir sprechen ja nicht so gerne über Sünde, wir sind immer ganz höflich und so, du bist der Beste und so weiter, ne? Aber Jesus, die legt den Finger in die Wunde, aber lächelt dabei, ne? Und ganz freundlich, du bist ein Sünder, ne? Tu Buße, aber mit einem Lächeln, das ist so freundlich, ich finde, sie ist die beste Predigerin, die wir haben, Amen, weißt du, ne? Und sie hat letzten vor ein paar Wochen hast über Eifersucht gepredigt. Falls du diese Predigt nicht gehört hast, musst du unbedingt nochmal bei uns auf der Homepage abhören. Falls du unsere Homepage schon nicht kennst, icbonn.de, und dann kannst du unsere Predigten abhören. Und ich hatte so einen Impuls, hey, wir haben ja so auch so einen Impuls, dass wir dieses Jahr wollen tiefer gehen, im Charakter, nicht zahlenmäßig, sondern in der Qualität wollen wir wachsen, unsere Wurzeln tief in Christus haben. Und ich hatte so einen Impuls, wir brauchen eine neue Predigtreihe über die Frucht des Geistes. Wir lieben die Wunder Gottes, lieben die Taten Gottes, Amen. Wir lieben, dass Gott Wunder tut in unserer Mitte. Aber Mose sagt, Herr, dem Volk hast du deine Wunder offenbart, aber mir hast du deine Wege offenbart. Und ich glaube, wir haben eine Sehnsucht nach den Wundern Gottes, aber wir haben auch eine Sehnsucht, dass permanent etwas in unserem Charakter verändert wird, dass wir wirklich in unserem Wesen eine permanente Veränderung bekommen durch Gott. Und die Geistesfrüchte sind ja 9 an der Zahl. Ich weiß, ihr kennt sie aus Galater 5, Vers 22. Da ist die Liebe, da ist die Freude, der Friede, da ist die Langmut, die Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und natürlich auch die Enthaltsamkeit. Amen. So, einmal muss ich Schwingsen habt ihr gesehen, nicht wahr? Bei mir klappt es noch nicht so ganz, aber das sind so die 9 Eigenschaften und darüber wollen wir predigen. Einfach, eigentlich fängt es ja mit Liebe an. Ne? Ich hatte auch mal einen Predigtplan, aber Nicole wird nächste Woche predigen und Nicole wird unbedingt über die Liebe, ne? Also die Frau, über die Liebe und deswegen machen wir heute die 2. Geistesfrucht gleich am 1. Heute sprechen wir über die Freude. Amen. Also die Freude, das hat eigentlich was zu tun mit Christentum. Ne? So die Ungläubigen wissen ja auch ganz genau, wie Christen zu sein haben. Ne? Das ist ja auch so, ne? Friedrich Nietzsche, einer der berühmtesten Atheisten unseres Landes, hat gesagt, also ich würde ja auch gern Christ werden, aber wenn die Christen ein bisschen fröhlicher aussehen würden, ne? Ein bisschen erlöster, ne? Dann würde ich auch Christ werden, aber die Christen sehen für mich immer so aus, als ob sie 3 Zitronen am Morgen gegessen haben. Nicht wahr? Und, so. Und ich meine, die Sache auch von mir, ne? Also ich ärgere mich ja auch über mich selbst, ich weiß, wie es ist, ein Christ zu sein. Ich weiß von dieser Freude, ne, dass Freude unabhängig ist von Umständen, dass ich mich nicht beeinflussen lassen soll von so Kleinigkeiten, ne, wenn mir dann was misslingt. Ne, warum ist dann die Freude schon wieder weg? Ne? Also das geht ja nur mir nicht und ihr seid ja alle schon fortgeschritten, nicht wahr? Ihr seid ja schon perfekt, nicht wahr? Aber da ärgere ich mich manchmal drüber, hey, meine Freude, die müsste doch unabhängig sein von Umständen und wir wollen heute so Fragen stellen. Einmal, was ist eigentlich die Freude? Was ist diese Geistesfrucht? Und das Zweite ist, wie bekomme ich das eigentlich praktisch in meinem Leben? Wie kann ich permanent darin leben und kann es sogar integriert werden in meinen Charakter, in meine Eigenschaft, dass ich ein freudiger Nachfolger werde, ein freudiger Mensch. Und ich möchte mit euch Gottes Wort lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28 bis 30. Und das sind so die 3 Fundamente. Die 3 Prinzipien für diese Art von Freude. Und ich fange mal an mit dem Vers 28, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern.
die aber vorherbestimmt hat, die hat auch berufen, die auch berufen hat, die hat auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Das ist Gottes Wort. Drei Prinzipien für diese Art von Freude. Diese Art von Freude, sie ist eine Kraft, die absolut unzerstörbar ist durch Krankheit, durch Umstände, durch Nöte. Sie ist nicht auslöschbar durch die Umstände unseres Lebens. Ne? Wir wissen also, als ich damals Zivi war, gestern waren wir bei Elfi eingeladen zum Kaffee und Kuchen, da kamen alte Erinnerungen. Ne? Ich habe mein Zivi gesagt bei Elfi. Elfi ist bis heute meine Chefin. Ne? Wenn ich morgens um 6 oder was noch früher, Elfi kam in ihre Küche und dann stand auf der Abzugshaube, dient dem Herrn mit schlechter Laune. Ne? Da stand da, nein, dient dem Herrn mit Freuden. Ne? Und das ist Elfi auch. Sie hat das sehr integriert in ihrem Charakter über Jahrzehnte, ne? Egal was kam. Und dann habe ich dann auch mit unseren Senioren gesungen, einer unserer Schlager war damals, ein frohes Herz tut gut wie Medizin. Wie Medizin ist ein frohes Herz, aber die Trauergeister, die trocknen dich auch. Ne? Sprüche 17,22, diese Freude, sie ist nicht beeinflussbar durch Krankheit. Im Gegenteil, diese Freude in uns, sie besiegt sogar Krankheit. Sie hat die Kraft, dich zu heilen. Amen. Oder Nehemia 8, Vers 10, dieser berühmte Spruch von Nehemia, den Bürgermeister der Stadt von Jerusalem. Ich meine, die waren 70 Jahre lang im Exil. Sie haben ihre Schande getragen über 70 Jahre. Ihre Stadt war zerstört. Ihr Tempel war zerstört. Sie kamen zurück aus Babylon, aus dieser Knechtschaft. Und sie kamen zurück in ihr Haus und total zertrümmert. Ne? Musst du dir vorstellen, so wie unsere Geschwister in Aleppo, jetzt im Erdbebengebiet, kommen nach Hause, sind geflohen von dem Erdbeben, von den Häusern. Kommt zurück, ihr Haus in Schutt und Asche. Ne? Ich meine, dann ist man nicht guter Laune, nicht wahr? Oder unsere Geschwister in der Ukraine, die zurückkommen in ihre wiedereroberten Gebiete und ihr Haus total zerschrocken. So muss es ihnen gegangen sein. Und Nehemia sagt, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist unser Schutz. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also wir wissen das ganz genau, theoretisch, wie wir zu sein hätten. Ne? Aber die Realität ist oft so eine ganz andere. Und ich möchte gerne heute mit euch darüber sprechen, wie können wir die Frucht des Heiligen Geistes integrieren in unser Leben. Ne? So ein Jasper, der das mal so intensiv war, Eifersucht. Ne? Und ich habe so gedacht, also in Galater 5 sind ja so die zwei in Spannung stehenden Listen. Das ist einmal die Liste der Geistesfrüchte, ne? Galater 5, Vers 22, 23. Und davor und danach, da ist dann die Liste der Werke des Fleisches. Ne? Also letztens jemand hat gesagt, Mensch, Pastor Mario, ich habe mich doch jetzt taufen lassen und das Wasser war so kalt. Ne? Und du hast mir gesagt, eine Taufe, dann ist der alte Mensch begraben und getötet. Ne? Aber da ist immer noch das alte Leben kommt in mein Leben hoch. Das Biest kann schwimmen, nicht wahr? Und immer noch kommen schlechte Worte aus meinem Mund. Und wir träumen ja von einer Gemeinde, wo wir nicht mehr schlecht reden über andere Kirchen. Amen. Wo wir nicht mehr schlecht reden über andere Geschwister, denn wir wollen ja so unbedingt, dass wir ein Leben in Heiligung leben, wo wir Gutes sprechen. Kein faules Wort kommt aus meinem Munde, sondern nur eins, das nützlich ist, zur Auferbauung, dass es dem Hörenden Gnade schenkt. Nicht wahr? Klar, im Moment, wo wir lästern über andere Gemeinden, über andere Kirchen, ne, das tun wir ja so gerne als Christen, nicht wahr? Wir nicht, ne? Ich wahrscheinlich. Ne? Und dann fühlen wir uns im Moment besser, wenn wir dann schlecht reden über Schwester XY oder Bruder so und so. Ne? Dann denken wir, es geht mir im Moment besser. Bis zu dem Punkt, wo dann andere Christen über dich schlecht reden, ne? dann bekommen wir die Frucht davon. Nein, wir wollen ein Leben der Heiligkeit leben. Und was ist das Pendant zu Freude? Das müsste eigentlich Trauer, Depression sein. Habe ich aber da nicht gefunden in der Liste der Werke des Fleisches, sondern Vers 24, Leidenschaft.
Vers 19, Ausschweifung. Ne? Das ist die Freude der Welt, der ich damals gefolgt bin. Ne? Wir wollen mal wieder Freude haben. Ne? Da muss der Alkohol fließen in Strömen, Drogen, Ausschweifung, Sexualität. Ne? Das ist nicht Freude, das ist Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Und wir wissen alle, wie es ausgeht. Ne? Am Montag kommen dann die Kopfschmerzen, dann kommt der Kater, nicht wahr? Dann kommt das schlechte Gewissen. Dann kommen die Konsequenzen in meinen Beziehungen, Beziehungen, die zerbrechen, die Ehe, die dann in der Krise ist. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Spaß und Freude. Spaß ist extrinsisch. Spaß suchst du in anderen Menschen, suchst du in anderen Dingen, die außerhalb von dir sind, nicht wahr? Und das muss dann auch immer teurer werden und dann kommen diese Abhängigkeiten. Aber Freude ist intrinsisch. Sie kommt aus deinem Herzen heraus. Sie kommt aus dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Schade, ne? Als ICB essen und trinken wir so gerne. Ne? Manche kommen ja sogar nur wegen Elvis Kuchen, nicht wahr? Auch wegen dem Kaffee, da kann man gleich kommen, nicht wahr? Aber Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist, Gerechtigkeit. Im Heiligen Geist. Das heißt, diese Freude kommt aus unserem Herzen. Sie ist unabhängig von Umständen. Sie ist nicht zerstörbar. Sie ist eine Freude, die von Jesus kommt. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 13, da betet er zu seinem Vater. Nun aber komme ich zu dir, Vater. Und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Jesus hat dir eine vollkommene Freude gegeben. Eine Freude, die kommt im nächsten Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Diese Freude, die kommt in unser Herz. Sie kommt durch das lebendige Wort, indem wir Gottes Wort hören. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sonntags kommen, dass wir das Wort Gottes hören. Aber Freude oder die Früchte des Heiligen Geistes, geistiges Wachstum, kommt natürlich auch durch die Beziehung zu dem Heiligen Geist, aber vor allem auch in Gemeinschaft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Kleingruppe haben. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann kannst du dich heute melden bei Antonio. Antonio hat die Kleingruppen unserem ICB ins Leben gerufen. Wir haben schon 8 Kleingruppen. Melde dich heute noch an. Amen. Das ist so wunderbar. Denn Jeremia sagt, durch dein Wort fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Wow, was für ein Bild. Deine Worte waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Diese Freude ist nicht extrinsisch. Diese Freude ist nicht außerhalb zu suchen, zu finden. Diese Freude, sie fließt aus deinem Herzen, wenn das Wort Gottes tief in dir gepflanzt ist. Und Johannes 16, Vers 22, da sagt Jesus zu seinen Jüngern auch, ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird euch niemand wegnehmen. Wow, das ist eine Freude, die ist unzerstörbar, das ist eine Freude, die kann niemand stehlen. Deswegen brauchst du auch keine Versicherung oder Allianz machen. Diese Freude, nicht wahr? Weil diese Freude kann nicht geklaut werden. Niemand kann dir diese Freude stehlen. Amen. Und Jesus sagt das zu seinen Jüngern, er wusste, wenn er sie verlassen würde, wenn er auffahren würde zum Himmel, sie würden gefoltert werden. Er wusste, dass sie leiden würden. Er wusste, dass sie verfolgt würden, dass sie ausgeraubt, dass sie sogar gekreuzigt, getötet werden würden, um ihres Glaubens willen. Aber er sagte, diese Freude, die ich euch gebe, die ist vollkommen. Die ist eine vollkommen, die ist unzerstörbar. Sie regiert sogar über die Umstände und sie ist nicht glaubbar. Amen. Und ich frage mich, was habe ich? Habe ich noch Spaß? Suche ich noch in irgendwelchen bei anderen Menschen? Suche ich in irgendwelchen äußerlichen Dingen? Oder habe ich schon diese Freude, diese Geistesfrucht durch die Begegnung mit meinen Geschwistern, durch die Begegnung mit dem Wort Gottes, durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist? Amen. Und ich möchte gerne jetzt zurückkehren zu unseren 3 Versen, diese 3 Prinzipien, dass wir uns fragen, welcher Natur ist diese Freude? Ist es Spaß, was wir suchen, oder ist es Freude? Und diese 3 Prinzipien möchte ich gerne zusammenfassen.
Vers 28 von Römer 8, schlechte Dinge werden von Gott in Gutes verwandelt. Nummer 1. Nummer 2, gute Dinge werden nie verloren gehen. Und Nummer 3, das Beste kommt noch. Amen. So, das ist im Prinzip Nummer 1, Vers 28. Gott verwandelt deine schlechten Dinge in Gutes. Nummer 2, gute Dinge können nie verloren gehen. Vers 29 und Vers 30, das Beste kommt noch. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Beste kommt noch. Amen. Das Beste ist jetzt gekommen. Amen. So, steigen wir ein. Vers 28, Römer 8, seid ihr bereit? Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Haben wir das hier an der Folie zu? Sollen wir es mal zusammen sagen? Wir sagen mal zusammen, laut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wow, das war jetzt richtig Power. Ja. Weißt du, ich habe letztens Dr. Martin Lloyd-Jones gelesen, ne? Der sagt, warum du in den Gottesdienst gehen solltest. Ne? Warum nicht, der lebte zur Zeit, da gab es auch kein YouTube. Ne? Und er sagte, man kann nicht auf YouTube einen Gottesdienst erleben, da bist du nur allein mit dir. Ne? Sondern du musst in der Versammlung der Heiligen, darf man sehen, ob hier Heilige sind? Darf man sehen, wer heilig ist? Ne? Ihr meldet euch nicht, weil ihr kommt aus Köln. Ne? Da gibt es nur komische Heiligen. Ne? Aber jetzt mal immer biblische Heiligen. Wer ist heilig gemacht durch Jesu Blut? Amen. Also in der Versammlung der Heiligen ist das Wort Gottes erstmächtig. Amen. Das heißt nicht, weil du alleine die Bibel liest. Das ist auch wichtig, dass wir persönlich die Bibel lesen. Auf YouTube, mal on demand gucken. Nein, wir müssen uns treffen. Erst in der Versammlung der Heiligen wird Gottes Wort kraftvoll. Amen. Amen. Bis zum nächsten Sonntag wieder in Gottesdienst. Amen. Ja, preis dem Herrn. So, das heißt, wenn wir Gottes Wort jetzt auch zusammen lesen, das war eben so stark, wenn ich im Beirut bin, die lesen immer die ganze Predigt zusammen. Das ist total stark, wenn Gottes Volk zusammen Gottes Wort bekennt. Wir wissen, was wissen wir? Wir wissen, dass Gott uns verheißt, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Sag mal, alle Dinge. Alle Dinge. Wow, jetzt weißt du überhaupt, was du gesagt hast. Nur die guten Dinge. Nein, alle Dinge. Wir wissen etwas als Christen, dass wir keine anderen Umstände haben als unser ungläubiger Nachbar. Stimmt das? Auch wir gehen durch Probleme. Ja? Wir haben vielleicht zu viele Predigten gehört, wo Pastoren uns versprochen haben, wenn du Christ wirst, wirst du nie wieder Probleme haben. Ne? Aber tut mir leid, wenn ich euch heute so ein bisschen ins kalte Wasser schmeiße. Gott sagt nicht in diesem Vers, dass er deine Umstände verändern wird. Wir werden durch Schmerz gehen. Wir werden durch Probleme gehen. Das ist nicht die Verheißung, dass Gott unsere Umstände verändert. Ja. Wir werden nicht Christen und aber einmal ist alles wie auf Rose, alles die gebratenen Hühner, die fliegen mir in den Mund wie im Paradies, ich fliege nur noch so auf dem Rücken, brauche nicht mehr arbeiten, brauche nichts mehr machen, brauche nicht mehr an mir arbeiten. Nein, das ist nicht die Verheißung. Wir gehen durch Schwierigkeiten. Wir wissen auch, als Christen haben wir eine Erkenntnis und die ist total konträr zu dem, was die Philosophie und die Philosophie dieser Welt sagt. Die Philosophie dieser Welt sagt, der Mensch ist gut, nur die Umstände sind schlecht. Und wenn wir die Umstände ändern, dann werden wir die besten Voraussetzungen für den Menschen schaffen, dann wird der Mensch auch gut werden. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich glauben. Sondern wir wissen, dass seit Adam diese Welt in einem Verfallsprozess ist. Hast du das schon mal gemerkt? Ich merke das jetzt so, ich gehe jetzt auf die 60 zu, wenn ich mir in den Spiegel schaue. Ne? Das sind so Verfallsprozesse. Hat er auch schon mal gemerkt, er hat schon wieder eine neue Falte. Ne? Und wir sind in einer gefallenen Welt. Ja? Hat jetzt keine Arme gehabt. Ne? Das ist heute eine harte Predigt. Aber wir sind nüchtern und trotzdem voller Freude. Wir wissen, dass die Dinge, die um uns herum geschehen, dem Verfall unterliegen. Freundschaften zerfallen. Ja? Beziehungen. Früher haben wir immer gehört, ja, wenn du in die Kirche kommst
und eine kirchliche Trauung, ne, dann wirst du die perfekte Ehe haben. Ja, schon aufgewacht, nicht wahr? Du bekommst doch keine Ehe geschenkt, nur weil du in der Kirche der Priester da ein Kreuz oder heiliges Wasser aber nicht gesprengt hast. Das ist nicht, das macht doch nicht eine Ehe perfekt. Wir gehen auch durch Ehekrisen. Hallo, nicht wahr? Wir haben auch Schwierigkeiten. Christen sind nicht anders als Ungläubige. Wir gehen auch durch Krisen. Wir wissen, dass es Probleme gibt, selbst in der Kirche. Halleluja. Ne? Auch, es gibt keine perfekten. Ja, wir haben aber einen christlichen Kindergarten. Habe ich selber gegründet. Ja, ich habe selber auch eine christliche Schule mitgegründet. Aber es gibt keinen christlichen Kindergarten. Es gibt keine christliche Schule. Es gibt nur Schulen und Kindergärten, wo wir versuchen, Kinder zu fördern, aber nur weil du dein Kind im christlichen Kindergarten oder in der christlichen Schule schickst, das ist vorne rein, hinten ein perfektes Kind raus. Ne? Die armen Lehrer, ne? Wow, die tun mir jetzt schon leid. Nicht wahr? Nein, wir wissen, gerade in der heutigen Zeit, Dinge sind im Zerfall. Verfallen, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Das heißt also, Gott sagt nicht, ich habe schlechte Dinge geschaffen. Nein, das hat er nicht. Gott hat die Sünde nicht geschaffen. Gott hat auch nicht die Krankheit geschaffen. Er hat auch nicht das Böse geschaffen. Nein, ich beweise dir das. Jesus steht am Grab von Lazarus. Da sagt er nicht so, oh, Maria und Martha, kein Problem, euer Bruder ist gestorben. Tja, das ist, weil die Krankheit ist nur das Kleid der Segnung Gottes. Der Tod ist nur die verkleidete Segnung. Er hat er nicht gemacht. Er hat geweint. Jesus weinte. Jesus war innerlich ergrimmt. Jesus hasst Krankheit. Jesus hasst Sünde. Jesus hasst den Tod. Er hasst es so sehr, dass er sogar am Kreuz gestorben ist für jeden von uns. Amen. Dass wir Heilung empfangen können. Dass wir Befreiung von Sünde, dass Befreiung von Tod. Das hat er gezeigt. Nein, nein, das ist nicht unsere Lehre, dass Gott das Böse geschaffen hat. Aber ich habe eine gute Botschaft. Gott regiert selbst in einer gefallenen Welt. Amen. Seine Herrschung, das ist die Verheißung dieses Verses. Gott verändert nicht deine Umstände. Aber wenn du diese Frucht der Freude in dir hineinlässt, wenn Christus in dir regiert, dann wird sogar Gott es so machen, dass sogar die guten als auch die schlechten Dinge mitwirken zum Guten für dich. Amen? Weißt du, das ist die Verheißung, die wir haben. Ja? Ich glaube nicht, dass Krankheit uns zu besseren Menschen macht. Ich war in Hamburg-Eppendorf. Ich habe nachts die Schreie gehört der Sterbenden, die aus der Station geschoben worden sind. Ich habe Kranke gesehen. Da siehst du viele Kranke, jeden Tag, nicht wahr? Nein, nein, Krankheit macht nicht einen Menschen besser. Nein, das glaube ich nicht. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt und wenn er dich verändert, dann kann sogar Gott deine Krankheit gebrauchen, dass es dir zum Guten mitwirkt. Amen. Weißt du mehr? Das ist das Erste. Wir haben eine Freude. Warum ist diese Freude nicht von Umständen abhängig? Warum regiert diese Freude über all das Böse, was durch das wir gehen, durch allen Schmerz? Warum ist das so? Weil wir wissen, Gott verändert böse Dinge zum Guten für uns. Nummer 2, Vers 29. Alle Dinge, alle guten Dinge gehen nicht verloren. Amen. Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Nun, ich weiß nicht, ich habe letzte Woche, glaube ich, gepredigt über den Hiob-Effekt. Ne? Wenn man krank ist, dann hat man ganz viele Ratgeber. Ne? Die kommen dann zu einem und sagen ganz genau, was man machen soll, wenn man krank ist. Aber es ist auch so in anderen Dingen. Ne? Ich habe vielleicht meinen Job verloren. Und dann kommen diese netten, das sind ja auch nette Geschwister, ne? Die wollen dich aufmuntern. Die wollen dann sagen, ja, sei nicht traurig, Mario, ne? Weil du hast diesen Job verloren, weil Gott hat einen besseren Job für dich. Hab's schon mal gehört? Ja, oder ich habe meine Ehe ist gescheitert, ne? Und ich komme aus einer Scheidung. Ja, Gott hat eine bessere Frau für dich, ne? Du hast vielleicht nicht die richtige Schule für dein Kind gefunden. Und dann, ja, das ist nicht so schlimm, weil Gott hat bestimmt eine bessere Schule, ne? Für dein Kind. Kennt ihr diese Sprüche? Und das ist ja auch richtig, ne? Ich meine, wenn wir das erlebt haben,
dann ist das ja reine Gnade. Amen. Ne? Aber ich vermeide eigentlich, solche Geschichten zu erzählen, weil es entspricht nicht der Realität. Ne? Es gibt Christen, die einfach unglücklich verliebt, verheiratet waren und die haben dann nicht nochmal heiraten können. Ja? Oder es gibt Christen, die haben einen Job verloren und die sind arbeitslos geblieben. Ja? Oder Leute, die dann, wie jetzt unsere Freunde in Syrien, nicht weiter zur Schule gehen können und weiter in Analphabetismus geblieben sind. Das ist nicht das, was Gott verheißt. Weißt du, viele sagen, ja, was ist denn das, was denn mitwirkt zum Guten? Weil viele Christen sagen ja, zum Guten, das ist ja doch ein besserer Job, ein besseres Einkommen oder was weiß ich, glücklichere Umstände. Nein, Gott verheißt nicht, dass deine Umstände besser werden, sondern was sagt die Schrift? Er hat uns vorher bestimmt, dass wir was werden sollen, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig. Ja. Manchmal sind wir enttäuscht von der Bibel, manchmal sind wir enttäuscht von Gott, weil wir Dingen folgen, die da gar nicht stehen. Ja? Das heißt, Gott sagt nicht unbedingt, er will deine Umstände verändern, sondern er will sogar in schmerzhaften Umständen, in schwierigen Umständen, wird er dich verwandeln in das Bild Christi. Amen. Das ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben. Das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt sage ich mal einen ganz harten Satz. Wahrscheinlich müssen manche mir dann vergeben nach dem Satz. Nein, Jesus hat nicht gelitten, damit du nicht leiden brauchst. Ich sage es nochmal, weil der Satz ist ein bisschen hart. Ja, heute ist es zwar hart und hart, aber gut, das sollte nicht so viel Leute da. Jesus hat nicht gelitten, damit du nicht leiden brauchst. Sondern Jesus hat gelitten, damit du, wenn du durch Leid gehst, in das Bild seines Sohnes umgeformt wirst. Amen. Und das ist unser Wunsch. Amen. Das ist unsere Leidenschaft, so zu werden wie Jesus. Amen. Ich möchte so sehr mein Verlangen, so werden wie Jesus, wie es in Hebräer 2, 12, Vers 2 heißt, dass er auf das Kreuz schaute. Und wir sollen auf Jesus schauen, der auf das Kreuz schaute, der um der vor ihm liegenden Freude will. Wow. Jesus dann so pfeifend zum Kreuz, jo, Yippie, ist ja so wunderschön. Nein, so ist Jesus nicht zum Kreuz gegangen. Er hatte wirkliche Schmerzen. Er hat wirklich gelitten, dass seine Jünger ihn verlassen hatten. Er hat wirklich gelitten, dass sein Vater im Himmel ihn verlassen hat. Nein, dieses Leid war real. Was bedeutet das, diese Freude, die vor ihm liegt? Diese Freude, dass er wusste, dass dieses Leid, was er trug am Kreuz, für uns zur Freiheit, für uns zur Erlösung werden sollte. Und so sollen wir uns freuen. Das ist die Quelle unserer Freude, dass wir umgeformt werden in das Bild Christi. Amen. Preist dem Herrn. Und jedes Leid und alles, durch was wir gehen, kann das nicht verhindern, denn hier steht, du bist vorher bestimmt. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist vorher bestimmt. Du bist vorher bestimmt. Das ist eine schwierige Lehre, weißt du? Weil viele Christen, die ärgern sich, ne? Und auch ehemalige Muslime. Ich war gestern auch bei einer Konferenz mit ehemaligen Muslimen, die jetzt Gemeinde gründen in Deutschland. Weißt du, die kommen aus dem Islam, die wissen, Vorherbestimmung ist Kismet, ja? Gott, Allah hat vorherbestimmt das Gute und das Böse. Nein, das ist nicht. Gott hat nicht Gutes und Böses vorherbestimmt. Gott hat vorherbestimmt, was? Dass du wirst wie Jesus. Das steht fest, Amen. Das ist aber nicht Automatismus. Das ist so, wie wenn du morgen bei deiner DB-App einen Zug gebucht hast, Bonn-Berlin. Der steht schon bereit. Der ist schon vorherbestimmt. Der Schaffner, der freut sich schon auf dich. Ne? Der ist schon eingeloggt. Ne? Antonio kommt um 6:55 Uhr, Bonn Hauptbahnhof. Der Platz ist reserviert. Und du bist vorherbestimmt, in diesen Zug zu steigen. Und dann ICE. Ne? Inshallah, ne? Wenn die Bahn nicht streikt. Ne? Okay. Und dann zischst du nach Berlin. Aber du hast einen freien Willen. Du kannst auch sagen, ich verschlafe heute, ich habe keinen Bock nach Berlin. Ne? Bonn ist schön, stimmt auch. Ne? Aber verstehst du?
Die Vorherbestimmung ist nicht eine Sache, das muss so laufen, sondern wenn wir auf Christus schauen, dann ist das schon vorherbestimmt. Kein Leid, kein Teufel, keine Schwierigkeit kann diese Freude zerstören. Denn wir sind vorherbestimmt, so zu werden wie Jesus. Amen. Freude zu haben, so zu bleiben. Freude zu haben. Selbst in Niederlagen. Wir sind vorherbestimmt, so zu werden wie Jesus. Amen. Halleluja. Ja, und manchmal klappt es auch nicht, ne? Das ist egal. Wenn man den Zug verpasst, der nächste Zug kommt bestimmt. Amen. Ja, Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften Chancen. Und das Beste kommt noch. Gott verwandelt deine schlechten Dinge zu guten. Nummer zwei, gute Dinge werden nicht verloren gehen. Du bist vorherbestimmt, das Bild Christi verwandelt zu werden. Vers 29 und Vers 30. Das Beste kommt noch. Amen. Da heißt es, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Amen. Das Beste kommt noch. Wir schauen auf das Beste, was noch kommt. So haben sich die Christen begrüßt im Kolosseum unter Nero. Ne? Da kamen dann gleich aus den Gittern die Löwen raus, um sie zerfetzen. Dann haben die Christen sich gegenseitig begrüßt, Maranatha. Maranatha. Was heißt das? Der Herr kommt bald. Ja? Das Beste, ja, den Löwen, das ist nicht so das Beste in meinem Leben. Die Begegnung hätte ich auf die gerne nicht auch verzichten können. Aber ich bin trotzdem voller Freude, auch wenn die Löwen kommen. Weil das Beste kommt noch. Weil meine Heimat ist nicht hier auf Erden. Meine Heimat ist im Himmel, bei Jesus. Amen. Amen. Ganz egal, durch welche Trübsale wir gehen. Ich möchte gerne ein Foto zeigen. Und das ist die Trudi. Trudi, oh wow. 1926, sie hat den Rekord aufgestellt. Sie war die schnellste Schwimmerin und der schnellste Schwimmer. Wir haben so immer, wir haben ja Gentleman, ne? Wir müssen immer genau wissen, wer bin ich eigentlich, Frau oder Mann. Ja. Und sie war 2 Stunden schneller als jeder Schwimmer. Also die Männer, ne? Das war ja der Aufkeim der Frauenbewegung. Sie war eine der Glanzfiguren, der Frauenpower. Sie ist Trudi, Gertrude Carolin Edele. Obwohl sie für England geschwommen ist, war sie eine Deutsche. Amen. Sie ist ausgewandert nach England und sie war eine Superschwimmerin. Und sie hat 1926 hat sie den Rekord aufgestellt und ist von Frankreich nach Dover über den Ärmelkanal statt 34 Kilometer 56, weil sie wurde von so einer Strömung abgetrieben, aber sie ist 2 Stunden schneller gewesen als ihre männlichen Kollegen. Jetzt hätte ich eigentlich gehört, dass die Frauen würden es mal klatschen. Die hat das auch versucht 1925, ein Jahr früher. Da hat sie auch versucht, diesen Rekord zu brechen. Und dann war sie, das war dann so ein nebliger Tag, und 8 Stunden ist sie schon geschwommen. Und dann hat sie so ein bisschen Siesta gemacht. Ich weiß nicht, wie man Siesta macht beim Schwimmen im Ärmelkanal. Sie hat sich nicht mehr bewegt und ihre Trainer, die haben sie, war ein bisschen besorgt. Außerdem war alles neblig, die konnten den Strand nicht sehen. Ja? Und dann haben sie aus dem Wasser rausgezogen und die hat um sich geschlagen und geschimpft, ey, lass mich in Ruhe, ich mach nur Siesta. Die dachten, ich wäre schon gestorben. Naja, auf jeden Fall war sie so sauer. Warum war sie sauer? Weil das war nur 300 Meter vom Strand entfernt. Nur 300 Meter, der Nebel, die konnte nicht die Trainer, also sie wäre ja weiter, die war ja eine Maschine, ne? Sieht auch so aus. Ne? Und wäre weiter geschwommen, deswegen hat sie dann ganz doll mit ihrem Vater geschimpft, mit ihrem Trainer, und nächstes Mal, dann holt ihr mich nur, was und ich das will, nicht wahr? Und so weiter. Ne? Und dann kam das nächste Jahr, da war diese Strömung, dann ist sie so abgetrieben. Und dann haben sie gesagt, komm, wir holen dich raus, starke Strömung. Und sie hat nur geschrien, wow, ne, für was? Ne, mache ich nicht, habe ich euch gesagt. Und dann ist sie weiter und hat nochmal Kraft geholt und weißt du warum? Weil sie hat, an dem Tag war kein Nebel, hat sie das Licht vom Leuchtturm gesehen. Und die ganzen englischen Fans in Dover, die haben auf sie gewartet. Die wussten, dass sie kommen, haben mal ein Hubkonzert gemacht, die hat das Hupen gehört. Das hätte so eine Power gegeben.
Beste. Sie wusste, das Beste kommt noch. Amen. Und Jesus Christus, er ist dein Leuchtturm. Amen. Denn selbst im Ärmelkanal, selbst wenn du denkst, wow, ich schaff das nicht, meine Probleme sind zu groß, wir hören das Hubkonzert der Heiligen im Himmel und sagen, komm, geht noch, geht noch, geht noch. Amen. Das Beste kommt noch. Und Paulus sagt, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da will ich das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist